Hi, Frank Tausch hier, Filmkritik TV. Diesmal geht es um Captain America, einer weiteren Superhelden-Entstehungsgeschichte, in der Chris Evans per Injektion zum muskelbepackten Retter der freien Welt wird. Sie werden der Erste einer neuen Generation von Supersoldaten. Warum ich? Weil der Schwache die Bedeutung der Stärke kennt. Die Bedeutung der Macht. Ist gar nicht so schlimm gewesen. Das war Penicillin. Wir werden diesen Krieg gewinnen, weil wir die besten Männer haben. Jetzt, Mr. Stark. Dass Captain America als US-Propagandafigur des Zweiten Weltkriegs nicht mehr zeitgemäß ist, war sowohl Studio als auch Regisseur klar. Der Film musste aber gedreht werden, da ohne ihn das Treffen aller Marvel-Superhelden im Avengers-Film im kommenden Sommer keinen Sinn gemacht hätte. Und seit wann denkt Hollywood zweimal über die Möglichkeit nach, schnell einige 100 Millionen Dollar einzukassieren? Um nicht allzu viel weltweiten Wirbel um diese überpatriotische Figur zu machen, hat man ihn sicherheitshalber gleich beim Nazi-Bekämpfen gelassen, statt ihm heutige amerikanische Herausforderungen zu präsentieren. Es gibt reichlich Action, die auch gut, aber nicht originell ist, was mich bei einem großen Film wie diesen sehr überrascht hat. Und man hat es leider versäumt, Personen und Beziehungen zu kreieren, die genug Tiefe haben, dass wir etwas für sie empfinden können, was auch für die wenig überzeugende Liebesgeschichte gilt. Eine Revue-Nummer mit Cap macht Spaß, ansonsten wird Humor auf Sparflamme gekocht und am ehesten von Tommy Lee Jones serviert, der mir hier am besten gefiel. Die Spezialeffekte, die Chris Evans zum Kriegsdienst untauglichen Hänfling gemacht haben, waren nicht perfekt, aber befriedigend. Seine Rolle hätte aber auch von irgendeinem sportlichen Schauspieler gespielt werden können. Über Newcomerin Hayley Atwell könnte ich fast das Gleiche sagen. Und Stanley Tucci als Wissenschaftler und Hugo Weaving als Red Skull, Johann Schmidt, machen das Beste aus der gegebenen Vorlage. Der Streifen ist nicht total misslungen, aber all das lediglich mit reichlich Action obendrauf, finde ich etwas enttäuschend. Wie fühlst du dich? Ihre Aufgabe ist keine leichte. Wer zum Teufel sind Sie? Der erste von vielen. Ihr Feind ist nicht das, was Sie erwarten. Der Streifen ist ab 12 freigegeben und startet in Deutschland und der Schweiz am 18. August, in Österreich am 19. August. Ich gebe Captain America ein C, lass mich aber dennoch deine Gedanken wissen. Und bist du froh, dass die Superhelden jetzt erstmal bis zum nächsten Kinosommer Pause machen? Oder bist du darüber traurig? Oder ist es dir egal, weil es eh nicht dein Genre ist? Wie immer, viel Spaß im Kino. Tschüss aus Hollywood.